Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ortlaufs Freinoden vom 4. Februar 2022. Normalerweise wäre ich zu dieser Zeit in Nürnberg auf der Spielwarenmesse, wie schon die vergangenen 4 Jahrzehnte, aber leider findet die Messe auch in diesem Jahr nicht statt. Da aber der Eisenbahn-Romantikfilm über die Nürnberger Spielwarenmesse bzw. über die Neuheiten des Jahres 2022 gezeigt werden muss, und ich bin ein klein wenig an diesem Film, an dieser Sendung mit beteiligt, haben wir die eine oder andere Firma ganz einfach besucht. Unter anderem die Firma Fissmann in Hatzfeld-Redinghausen. Normalerweise trifft man sich ja wirklich nur auf Messen oder Ausstellungen. Deswegen finde ich es eigentlich wirklich schön, dass man auf diese Weise auch mal einen persönlichen Kontakt in die einzelnen Firmen hineinbekommt. Und wie man dann zuschauen kann, wie die Neuheiten vorbereitet werden, hier von Firmenchef Wieland Fissmann. Mit einem Magnetstab wird der Laster eingeschaltet und mit der Fernbedienung kann man die einzelnen Lichtfunktionen in Gang setzen. CarMotion heißt das neue System, mit dem Fissmann das Spielen mit Modellautos auf eine neue Ebene heben möchte. Die Fahrzeuge sind vollgepackt mit Elektronik. Man kann auch sagen, Hightech at its best. Hier noch eine besondere Herausforderung für den LKW. Mit Anhänger und Ladung muss er eine Rampe von 30 Grad überwinden. Und zu unserer Überraschung und zur Freude von Erfinder Wieland Fissmann schafft er dies beinahe spielend. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Anlage des Schmalspurspezialisten BEMO aus Uhingen. Hier fährt ein Zug in der Baugröße 0M. In einem kleinen Beitrag, der wahrscheinlich am Anfang der kommenden Woche online gestellt wird, zeigen wir, was es für eine Arbeit ist, um die wunderschönen Schätze auch optimal ins Bild zu setzen. Wir begleiten dabei Kameramann Andreas Stirl bei seiner Arbeit. Das war ein kleiner Appetithappen. Ich will ja nicht zu viel verraten. Ihr sollt die Eisenbahn-Romantik-Sendung anschauen am 25. Februar 14.10 Uhr. Das ist ein Freitag im SWR-Fernsehen bzw. natürlich auch in der Mediathek abrufbar. Während ihr jetzt diese Sendung seht, bin ich schon auf dem Weg nach Oebisfelde. Dort wird nämlich eine Lokomotive vorgestellt, eine ganz besondere Lok. Und da freue ich mich schon drauf. Da ich aber noch nichts verraten darf, weder was es für eine Lok ist, noch wie die Farbgebung aussehen wird, bekommt ihr ein paar Puzzleteile in Schwarz-Weiß. Nun spekuliert mal schön. Über diese Lok gibt es natürlich auch ein Filmchen von mir. Ich gehe davon aus, dass er Anfang der kommenden Woche fertig werden wird. Und jetzt komme ich wieder zu Beiträgen von euch. Es waren dieses Mal wieder sehr viele und ich sage ganz herzlichen Dank. Und beginnen möchte ich mit dem Isar-Feeling von Petra Griebel. Sie hat die Braunauer Eisenbahnbrücke eingefangen im milden Wintermorgenlicht. Derzeit ist noch nicht so viel los wie im Sommer, wo sich Hunderte, ja Tausende von Menschen an den Gestaden der Isar niederlassen. Aber auch zu dieser Jahreszeit kann man es genießen, das Isar-Feeling. Jetzt machen wir Station in meiner früheren Heimatstadt Dresden. Diese Bilder hat mir Christian Pietsch geschickt. Er ist ein riesengroßer Straßenbahnfan und ein begeisterter und begnadeter Modellbauer. Großartig, was er auf die Beine gestellt bzw. aufs Gleis gesetzt hat.
alles Eigenbauten im Maßstab 1 zu 120, also in der Baugröße TT. Man fühlt sich tatsächlich um viele Jahre zurückversetzt. Und die Begeisterung steigt noch, zumindest bei mir, wenn der große Hecht um die Ecke biegt. Das ist ein legendäres Fahrzeug in Dresden, das bereits in den 30er Jahren gebaut wurde und so etwas wie die moderne Straßenbahn darstellte. Man kann sich eigentlich gar nicht satt sehen, zumal die Bahnen im echten Oberleitungsbetrieb fahren, mit einer Drahtstärke von 0,25 mm. Ein wunderschöner Blick in die Straßenbahnwelt von Dresden. Jetzt wird es amerikanisch auf der Anlage von Gino Gantner. Er ist ein großer Anhänger der Pennsylvania Railroad. Zusammen mit seinem Bruder Luca betreibt er diese Anlage auf dem Dachboden seines Großvaters. Und der Zug von Luca kommt hier angebraust, gezogen von einer Stromlinienlokomotive aus den 30er Jahren, einer Hudson aus Messing und Wagen der New York Central. Ihr Lieben, das war Ortloffs frei nun vom 4. Februar 2022. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Freitag. Macht's gut, bis denn und tschüss.